Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen, einfachen und schnellen veganen Food Diary von mir. Ich nehme euch eine ganze Woche mit und zeige euch, was ich so gekocht habe und was ich so aus Resten gezaubert habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mein heutiges Frühstück ist super, super simpel. Und zwar gibt es einfach Oatmeal. Dafür habe ich die Haferflocken einfach mit etwas Hafermilch und Chiasamen in die Mikrowelle gestellt, getoppt mit einer halben Banane, mit einer Kiwi. Kiwi ist eigentlich so mein Lieblingsobst. Mit solchen Chocolate Chunks, das ist zartbitter. Und dann sind noch Cashewkerne drauf. Und ja, das Mittagessen ist super unspektakulär. Am Wochenende habe ich noch einige Reste übrig gehabt. Und deswegen gab es jetzt Kartoffelpüree. Da kann man einfach statt Butter Margarine nehmen. Und statt Milch benutzt man einfach Pflanzenmilch. In dem Fall Soja ist relativ neutral. Dann habe ich Tiefkühlerbsen dazugegeben. Ich versuche mich gerade ein bisschen umzugewöhnen. Ich mag die aus der Dose ehrlich gesagt lieber, aber ich weiß, dass die hier wesentlich gesünder sind. Deswegen habe ich das jetzt mal ausprobiert. Und ein Rest Tofu. Das ist Tofu aus dem Asiamarkt. Der ist nämlich ein bisschen weicher als den Tofu, den ihr so kaufen könnt. Und ich gehe da immer mit meiner Box hin und hole mir da irgendwie, glaube ich, für 1,09 € oder so so einen dicken Block Tofu. Und den kann man dann ein paar Tage im Wasser lagern. Und den brate ich dann in einer gut beschichteten Pfanne an, gebe dann noch ein bisschen Gewürz zu. In diesem Fall war das Tofu-Gewürz und Hähnchengewürz, genau. So typisches Klischee-Veganer-Essen, oder? Sie essen Tofu und Hülsenfrüchte und Kartoffeln. Ja. Ich werde mir jetzt noch einen Proteinshake mitnehmen, weil ich nämlich wahrscheinlich was länger beim Sport bin. Ich mache entweder 2 oder 3 Kurse, also 2 oder 3 Stunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Kurs ich genau mache. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal zu einem Fahrradkurs, wo ich noch nie war. Und da nehme ich jetzt das 3K-Protein von Nutri Plus mit in der Geschmacksrichtung Erdnussbutter. Oh mein Gott, gib mir jetzt hier den Shaker und werde mir das dann nachher, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das. Oder vielleicht auch erst dann danach auf dem Heimweg mit Wasser auffüllen. Und da packe ich jetzt erstmal 3 Scoops rein. Jetzt geht es dann auch zum Sport und danach mache ich mir dann in Ruhe Abendessen aus den Sachen, die ich noch da habe. Ich weiß, es ist ein Food Diary, aber ich dachte, ich melde mich trotzdem mal kurz so zu Wort. Ich war beim Sport, es war sehr anstrengend. Ich war das erste Mal bei einem Spinning-Kurs und danach bei einem Fatburn-Kurs und ich bin mega fertig. Ich muss jetzt gleich auch unter die Dusche unbedingt. Aber ich wollte euch noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich euch ja in meinem letzten Vlog gezeigt, dass ich so Selbsttests gemacht habe. Einmal habe ich nämlich meinen Eisenwert checken lassen. Das sind die Selbsttests hier von Seroscreen. Und einmal auch den Mineralstofftest. Das testet nämlich Magnesium, Zink und Selen. Und ich habe die Testergebnisse davon bekommen und supplementiere jetzt entsprechend. Ich dachte, das kann vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, der vielleicht auch das Gefühl hat, dass er vielleicht ein bisschen kraftlos ist oder schnell zu Krämpfen neigt und nicht leistungsfähig ist und so. Und ja, beim Eisenmangeltest kam raus, dass ich einen dicken Eisenmangel habe tatsächlich. Und das hatte ich bisher noch nie in den letzten 6 Jahren, die ich vegan lebe. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der OP liegt, die ich hatte, ob es an meiner Periode liegt, die in letzter Zeit ein bisschen stärker ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall supplementiere ich das nämlich jetzt. Und als Supplement benutze ich die Eisentabletten von Plantrition. Das sind diese hier. Ich bin mit den Nahrungsergänzungsmitteln von Plantrition einfach sehr zufrieden. Die benutze ich jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr. Und das sind die einzigen, die ich benutze. Die sind komplett vegan, von Inhaltsstoffen sehr clean und kann ich einfach sehr empfehlen. Von denen benutze ich auch alle anderen Sachen, die ich momentan supplementiere. Denn bei dem Mineralstofftest, den ich auch gemacht habe, kam heraus, dass Selen die Versorgung gut ist. Zum Beispiel Selen ist auch sehr wichtig, wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt und das kann man sich aber ganz einfach merken. 2 Paranüsse am Tag decken den Bedarf an Selen, da war auch alles gut. Zink war auch alles gut, aber Magnesium war, wie ich befürchtet hatte, etwas zu niedrig, weil ich gemerkt habe, dass meine Muskeln schnell verkrampfen beim Sport und besonders wenn man viel Sport macht, ergibt es Sinn, das auch noch zu supplementieren. Ich neige dazu, meine Supplemente manchmal zu vergessen, deswegen habe ich hier so eine Box. Ihr habt die vielleicht schon mal gesehen, ich habe die mir auch, glaube ich, vor 1,5 Jahren oder so mal gekauft. Da habe ich jetzt jedenfalls alle Supplemente drin, die ich momentan nehme. Und das sind folgende. Das ist einmal der Vitamin B-Komplex für Leistungsfähigkeit, weil B-Vitamine einfach super wichtig sind. Die kann man eigentlich auch nicht überdosieren, weil die wasserlöslich sind. Das heißt, wenn ihr einfach zu viel von dem Körper habt, dann schaltet ihr das über den Urin aus. Wie gesagt, Magnesium eben auch nach Empfehlung, die draufsteht. Die Eisentabletten momentan, um meine Eisenspeicher wieder aufzufüllen. Ich achte aber momentan auch darauf, diese ganzen Vitamine eben durch meine Ernährung wieder mehr zuzuführen und eben auch Eisen zum Beispiel mit Haferflocken morgens und dazu dann eben Vitamin C, damit es gut für den Körper aufnehmbar ist. Und natürlich B12 ist unerlässlich für Veganer. Ich kann das hier empfehlen oder eben auch als Tropfenform momentan, weil mein B12-Wert eben auch nicht so gut war, weil ich das leider
normal vergesse, nämlich einfach eine am Tag davon, bis meine, bis es dann wieder gut ist. Ich habe da eben von Sarah Screen auch diesen B12-Test nochmal gemacht. Da stand eine explizite Empfehlung drauf, wie ich das eben supplementieren muss, also in den Testergebnissen. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt da drin Lanzetten und dann nehmt ihr einen Tropfen Blut aus eurem Finger raus und dann schickt ihr das ein, bekommt den Bericht als PDF mit Empfehlungen für die Supplemente, was super easy funktioniert. Und ja, nämlich B12 und Vitamin D auf jeden Fall auch in den dunklen Monaten. Freunde, das ist so wichtig, dass ihr mit Vitamin D versorgt seid. Euer Körper produziert das durch die Sonne und im Winter ist nicht genug Sonne da. Also nehmt Vitamin D3, das kann ich euch sehr empfehlen. Mit den Produkten bin ich einfach schon so lange so zufrieden. Ich kann sie euch echt von ganzem Herzen empfehlen. Und wenn ihr keinen Bock habt, zum Arzt zu gehen, weil ihr da sowieso solche Sachen selbst bezahlen müsst, dann könnt ihr euch auch diese Tests einfach nach Hause besorgen. Geht super schnell und easy. Ich verlinke euch gerne mal alles unten in der Videobeschreibung. So, und here we go mit dem Abendessen. Ich sagte ja bereits Resteverwertung, aber ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Und zwar habe ich Reisnudeln gekocht, die hatte ich noch übrig. Das waren so zwei Blöcke. Dann auch noch den Rest von dem Tofu. Eine Möhre habe ich klein geraspelt. Hier habe ich noch ein Stück Gurke. Das sind jetzt zwei sehr dünn geschnittene Champignons, die ich einfach roh reingemacht habe. Das ist eine Guacamole aus einer halben Avocado, die ich einfach mit Guacamole, Gewürz, Salz und Zitrone gemixt habe. Das ist genauso gewürzt, wie ich das eben gemacht habe. Und das Dunkle, was ihr hier seht, ist einfach nur Erdnussbutter. Dann habe ich da noch Knoblauch und Salz reingemacht und das Ganze eben mit Wasser vermengt. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Erdnussmus nehmen und das ein bisschen würzen. Schmeckt auch mega lecker, einfach, dass es nicht so trocken ist. Und ganz oben drauf habe ich noch ein paar Sesamsaaten, Sonnenblumenkerne und Cashewkerne draufgegeben. Einfach noch für ein paar mehr Mineralstoffe. Da drüben steht der leere Teller und davon werde ich jetzt ein paar essen. Ich habe die noch nie probiert und bin total gespannt. Ich hatte die jetzt überraschungsmäßig in meinem Briefkasten drin von einer Freundin, der ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich die nie gegessen habe, dass es die bei uns nicht zu kaufen gibt. Und ja, ich werde sie ausprobieren, die veganen Hallorenkugeln. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Krümel liegt auch auf meinem Schoß und dann wird noch eine Serie geschaut. So, es ist leider schon 16 Uhr. Irgendwie war der Tag vollkommen voll, aber ja, jetzt gibt es das erste tatsächlich zum Essen. Die Hallorenkugel gestern Abend waren übrigens sehr, sehr lecker. Ich habe mir jetzt einen Salat gemacht, der mich total an die Zeit bei meiner Mama erinnert. Als ich noch zu Hause gelebt habe und noch Feta gegessen habe. Und zwar habe ich jetzt mal diesen Feto hier ausprobiert. Den gab es nämlich reduziert im Biomarkt und dann habe ich mir einen Tomaten-Gurken-Feta-Salat gemacht. Und zwar mit Olivenöl, mit Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, frischem gepressten Knoblauch, Basilikum und Oregano. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt gerade habe ich mal ein Stück pur probiert. Das hat mir nicht so gut geschmeckt. Also es ist einfach wie Tofu mit Kräutern. Hören. Und dazu wird es jetzt noch einen Toast geben. Ich esse momentan ganz gerne dieses Dinkeltoast hier. Und dann werde ich mir aber relativ bald auch Abendessen machen. Ich werde nämlich eben einkaufen. Da wird es mal etwas Besonderes geben. Eigentlich wollte ich mir übrigens einen neuen Toaster kaufen, bis ich gemerkt habe, ich habe eine Heißluftfritteuse und das funktioniert wunderbar, den Toast darin zu machen. Dann spart man sich einfach ein Gerät in der Küche und die Heißluftfritteuse ist einfach die beste Anschaffung wahrscheinlich, die ich mir je gemacht habe, weil ich daran alles mache, ob Pommes, ob Falafel und alles, was im Backofen geht. Damit kann man auch Strom sparen, weil der einfach direkt heiß ist. Das ist wirklich eine Empfehlung, wenn ihr mal darüber nachgedacht habt, euch sowas zu kaufen. Und das gibt es jetzt um 16 Uhr als Frühstück und Mittagessen. So, und jetzt mache ich hier meinen Hummus ganz einfach selber aus Kichererbsen, Petersilie, Koriander, Kreuzkümmel, Salz. Oh, ich habe Knoblauch vergessen. Knoblauch muss auf jeden Fall noch rein. Tahin. Und dann wird das Ganze gemixt. Und das wäre dann der Wrap. Und ich habe noch genauso viel gemacht für den zweiten. Das heißt, ich werde zwei von diesen Wraps jetzt zum Abendessen essen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hatte schon vor lange diese Falafel nicht mehr. Und ich finde die eigentlich so am besten. Die ist im türkischen Supermarkt in der Tiefkühlabteilung gibt, wenn die nicht mit Ei sind, aber stand diesmal dick und fett vegan drauf, was ich richtig gut finde. So, zum Frühstück gibt es jetzt erstmal einen Kaffee. Ich werde oftmals gefragt,
Wie mache ich das, dass die Milch schäumt? Keine Ahnung, also ich benutze eigentlich keine spezielle. Meistens habe ich Soja oder Hafer, dann das funktioniert sehr gut mit der Kaffeemaschine. Ich kann euch da auch keine spezielle Kaffeemaschine empfehlen, um ehrlich zu sein, weil ich habe die seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, habt ihr damals mal auf YouTube vorgestellt, aber es gibt einfach bessere, so im Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen, ja, ich genieße jetzt auf jeden Fall hier meinen Milchkaffee und dann werde ich mir Frühstück machen. Ja, und das ist dann das Essen. Einfach 2 Toasts mit Aufstrich, einmal mit dem Kräutertomate und einmal mit dem Pasta Chutor oder so heißt der. Das ist dieser hier, die gibt es bei Aldi Süd bei uns zu kaufen. Und darauf einfach noch Spinat und Gurke und ein paar Gewürze. Ich denke, danach werde ich noch 2 essen, weil das ja jetzt mein Mittagessen und Frühstück ist. Aber gleich wird es auch noch einen Shake geben, bevor ich zum Sport gehe, damit ich halt Energie habe, aber nicht so vollgestopft bin. So, vorm Training gibt es jetzt noch einen Shake. Und zwar habe ich da Hafermilch reingemacht, eine halbe gefrorene Banane. Ich mag es richtig schön kühl, ein paar Haferflocken. Und jetzt kommt noch Proteinpulver dazu. Und ich bin mal gespannt, das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Ich habe ja die von NutriPlus, benutze ich ja schon länger. Und das ist jetzt das Coconut Almond. Ich bin gespannt, ob es so ein bisschen wie Raffaello schmeckt. Und das ist der fertige Shake. Mmh. Schmeckt sehr gut. Also die Leute, die auf Kokos stehen, werden da auf ihre Kosten kommen. So, zurück vom Sport gibt es jetzt Salat. Und zwar war das ein Salatmix. Dann ist Mais drin, Kichererbsen, noch von dem Babyspinat, den ich da hatte, Avocado, Gurke und Tomate und obendrauf noch Falafel, die ich eben im türkischen Supermarkt gekauft habe. Frisch aus der Heißluftfritteuse und ich hatte noch ein bisschen was von dem Feto übrig, den habe ich jetzt noch mit hier drauf gegeben. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen und ich würde sagen, das habe ich mir nach dem Sport auf jeden Fall verdient. So, und das ist jetzt mein heutiges Frühstück. Ich hatte noch eine Scheibe von dem veganen Schinkenspicker übrig, noch 2 Scheiben Toast und die habe ich jetzt gemacht, zusammen mit einem halben Block relativ festem Tofu. Den habe ich zu einem Tofu-Rührei verarbeitet, zusammen mit Kurkuma. Kurkuma ist übrigens sehr, sehr gesund und gibt halt diese gelbe Farbe. Mit Salz, Pfeffer, etwas Kalanamak-Salz am Ende. Das gibt den typischen Eigeschmack, kann ich total empfehlen für die Leute, die das vermissen. Mit Petersilie und Schnittlauch und obendrauf noch Tomaten. Und dazu gibt es einen Latte Macchiato. Ja, der ist jetzt mit Hafermilch, genau. Die schäumt meine Maschine auch ganz einfach auf. Wie gesagt, schaut euch da selbst warum, wenn ihr überlegt, euch einen Kaffee voller Tomaten zu kaufen, weil da gibt es auf jeden Fall bessere Preis-Leistungs-Alternativen zu dem, den ich habe. Deswegen werde ich euch den jetzt auch nicht nennen in diesem Fall. Ich habe mir jetzt einen Curry gemacht, aber nicht mit Kokosmilch, sondern mit Sojasahne. Mit allem, was ich noch da hatte, mit Möhre, mit frischem Spinat, mit Tofu, mit Erbsen, Zwiebel, Knoblauch und Mais, genau. Das ist eigentlich alles, was noch so im Kühlschrank da war. Und dazu gibt es noch diese Dinkelnudeln. Ich wollte die Sachen auf jeden Fall verbrauchen, bevor die eventuell schlecht werden, was davon übrig bleibt. Esse ich mal, denke ich, dann noch morgen. So, und das ist jetzt das fertige Curry. Für die, die sich fragen, wie ich die Soße gemacht habe, das ist ja eine Currypaste aus dem Asienmarkt. Brand oder so heißt die. Ich kann die euch gerne mal verlinken. Die ist total lecker. Und die sind ohne Garnelenpaste. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man ja, eine Currypaste holt. Und dann habe ich noch ein Currygewürz reingemacht, was ich noch da hatte und Salz. Und das war es eigentlich schon. Die Basis hat immer Zwiebel, Knoblauch und dann halt das ganze Gemüse da drin. Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt genießen. Okay, Leute, die muss ich euch auf jeden Fall noch kurz zeigen. Denn diese Brownies sind super fudgy geworden. Die sind von der Konsistenz her perfekt und die sind sogar auch noch glutenfrei. Ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen. Ich habe das als Geschenk mit. Davon werde ich auch gleich ein bisschen was essen. Das ist diese Backmischung hier. Die habe ich jetzt mit Alsan gemacht und mit Sojamilch. Und ich habe hier diese Eckstücke schon probiert. Um das alles ein bisschen schöner zu schneiden, habe ich die Eckstücke abgemacht. Und ja, ihr seht, die sehen super, super lecker aus. Hier könnt ihr euch mal kurz die Zutaten angucken, wenn euch das interessiert, was da so drin ist. Kann man natürlich auch selber machen, aber das ist natürlich die schnelle Variante. Der nächste Morgen, es gibt schon wieder ein Latte Macchiato, der hier gerade durchläuft und Porridge. Also ich habe mir einfach Haferflocken mit Sojamilch gemischt und mit Chiasamen und drunter. Dann hatte ich ja noch den Rest von den Brownies, die habe ich jetzt nochmal drauf gemacht, weil die sind noch ein bisschen trocken geworden. Aber dann werden die auch noch gegessen und eine halbe Banane. Und wie bereits erwähnt, gibt es jetzt mittags die Nudeln mit dem Rest von dem Curry. Ist mir auf jeden Fall ganz gut gelungen, diese Woche so wenig wie möglich zu verschwenden und die Sachen aufzubrauchen, die ich da habe. Da möchte ich einfach mehr Wert drauf legen, weil wir einfach viel zu viele Lebensmittel wegwerfen.
Ihr könnt mir gerne mal auch in den Kommentaren lassen oder auch hier rechts einfach mal abstimmen, was euch lieber ist. Ob ich die Sachen so filme und euch zwischendurch auch zeige, wie ich das zubereite. Dafür halt mit nicht ganz so guter Video- und Tonqualität, weil ich es dann aus praktischen Gründen mit dem Handy filme, damit ich eben einfach alles mit drauf habe. Oder wie ich das sonst gemacht habe, sozusagen nur das Endergebnis, dafür mit gutem Ton und gutem Bild. Ich habe halt zu beidem Ton Kommentare bekommen, dass man lieber wissen möchte, wie ich das zubereite und so. Das ist halt eine Möglichkeit, die mir das einfacher macht und das halt auch regelmäßiger zu machen. Ich würde mich dann einfach der Mehrheit anpassen und ja, ich würde mich total über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr das Video mochtet und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.